Bonjour, bonjour und Sally, ihr Lieben. Heute ist Party bei uns. So richtig kitschig mit einer französischen Flagge. Das hat einfach damit zu tun, dass wir heute Party machen, dass wir heute feiern. Und deswegen werden die Nähkästchenplaudereien vielleicht ein kleines bisschen persönlicher. Hier fliegen schon die Herzchen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir feiern heute, und zwar feiern wir heute, gleich nachher, wenn wir hier fertig sind, wir zusammen, fahren wir nach Koblenz und feiern mit unserem Sohn sein Abitur. Und wir feiern nicht nur sein Abitur, sondern das deutsche Abitur, sondern wir feiern gleichzeitig auch das französische Abitur mit ihm. Denn er war im Hilda-Gymnasium und da kann man gleichzeitig das deutsche und das französische Abitur ablegen. Und da sind wir richtig, richtig stolz drauf, dass er das geschafft hat. Und deswegen erzähle ich euch heute einfach mal ein bisschen was über das Abitur, über das französische Abitur, wie es funktioniert, wie man es machen kann, wie man es schaffen kann. Und ich möchte euch gerne, was heißt euch allen oder euren Kindern oder wie auch immer, ich möchte euch gerne so ein bisschen inspirieren und vielleicht auch ein bisschen Mut machen zu sagen, okay, wenn ihr euch wünscht, vielleicht nach Frankreich zu gehen, dass ihr euch traut und nicht unbedingt euch Gedanken darüber macht, oh, wie klappt das mit der Schule und so weiter und so fort. Der Junge, der heute sein Abiturfeier hat, der ist mit 3 Monaten nach Frankreich gezogen. Also es ist jetzt 18 Jahre her, dass wir in Frankreich angefangen haben mit unserem Leben da. Und er war bis zu seinem 14. Lebensjahr war in Frankreich, ist dann in Frankreich ganz normal zur Schule gegangen, in eine ganz normale französische Schule, ohne Großdeutsch oder so. Also alles, was Deutschunterricht war, haben wir zu Hause gemacht, haben also zeitgleich immer dann, wenn Französisch irgendwas gelernt wurde, haben wir versucht, das in Deutsch irgendwie mitzulernen. Was mit einem Jungen, muss ich sagen, wesentlich schwieriger ist als mit einem Mädchen. Also zumindest bei uns war das so. Wir haben unser Bestes gegeben. Und er ist dann aber in der 8. Klasse nach Deutschland gekommen, weil wir ja dann wieder hierher umgezogen sind nach Deutschland. Und ist dann direkt erstmal ins Gymnasium gekommen, weil wir natürlich gar nicht einschätzen konnten, wie so der Lernstand ist, weil es ja natürlich total anders ist. Und da er vorher, in Anführungsstrichen, ja auch in dem Zweig war in Frankreich, ist er halt ins Gymnasium gekommen, musste sich dann natürlich erstmal total durchbeißen. Französisch war das einzige Fach, was er verstanden hat. Und ansonsten musste er natürlich total viel Deutsch lernen, deutsche Vokabeln, so die Fachbegriffe, die Fachausdrücke und so weiter und so fort. Und er hat sich, muss ich sagen, die ersten 2 Jahre wirklich doll durchbeißen müssen. Aber wir haben es geschafft, oder er hat es geschafft, besser gesagt, und viel, viel besser, als wir das jemals uns hätten träumen lassen oder uns gewöhnt. Natürlich wünschen tut man sich als Eltern das Beste für seine Kinder. Aber es ist ein super Abitur rausgekommen und vor allen Dingen eben auch zusätzlich das französische Abitur. Und das kann man in Deutschland super gut machen an speziellen Schulen, an speziellen Gymnasien, die das anbieten. Und das heißt, dass wenn man vorher Französisch gelernt hat, also das muss man natürlich nicht als Muttersprachler gemacht haben, wenn man es ganz normal in der Schule hatte, dann fangen die Kinder an, zehnte Klasse, in der 11. Klasse gibt es dann natürlich wesentlich mehr Unterricht und die fangen eigentlich in diesen Abi-Backzweig, wenn man das vorher weiß, fangen die schon in der 8. Klasse an. Das heißt, da gibt es ein zusätzliches Fach und zwar wird dann Geschichte oder Geografie, je nach Schule, wird da auf Französisch unterrichtet. Das ist jetzt bei meinem Kleinen zum Beispiel so. Der hat natürlich auch schon Französisch als erste Fremdsprache, seitdem er im Gymnasium ist und hat jetzt aber zusätzlich eben auch Geschichte als französisches Fach, das in französischer Sprache unterrichtet wird. Und das zieht sich dann so durch. Das bedeutet für die Kinder, dass sie auf alle Fälle immer ein bisschen mehr Unterricht haben, natürlich als die anderen, die eben nicht diese zusätzlichen Stunden haben. Aber wenn sie anfangen, ist das noch gar nicht so viel. Das ist dann nachher, ich glaube, das sind 3 Stunden mehr in der Woche, je nachdem, wie weit sie dann bis zum Abitur noch sind. Und dann wird halt nicht nur einfach unterrichtet, wenn sie älter sind, sondern sie haben dann Geografie und Geschichte in Französisch, natürlich Französischunterricht, der dann noch ein bisschen intensiver ist als bei den anderen.
Und dann ist es so, dass sie dann ihr französisches Abitur natürlich schriftlich ablegen, also eins der Fächer, je nachdem, wie man da wählt, mit den Leistungsfächern, mit dem deutschen Abitur muss das irgendwie zusammenpassen. Also es war eine richtig komplizierte Geschichte, aber es gibt dann ein schriftliches Abitur im Französischen in einem der Bereiche. Man muss sich, glaube ich, dann entscheiden zwischen Geschichte oder Erdkunde. Und dann gibt es das französische Abitur. Und dann gibt es nochmal das mündliche Abitur. Und im mündlichen Abitur, da war nämlich ein Inspecteur de l'Académie. Also das ist sowas wie jemand vom Bildungsministerium in Deutschland, so würde ich das sagen. Und der kommt extra aus Straßburg zum Beispiel, ist der jetzt hier da gewesen, der Inspekteur, und hat sozusagen die mündliche Prüfung abgenommen im Hilda-Gymnasium von den Abiturienten. Und ja, wenn man dann eben alle Anforderungen erfüllt und das dann eben entsprechend dem Punktesystem schafft, dann kriegt man dann eben neben dem deutschen Abitur auch sein französisches. Und das ist dann so richtig schick. Ich kann es euch leider auch noch gar nicht zeigen, weil da gibt es eine ganz, ganz schicke Urkunde. Das dauert noch eine Weile, ehe die ausgestellt ist. Die Franzosen brauchen da immer etwas länger, aber dafür ist sie richtig schick. Das ist dann ein ganz tolles Diplom und sieht richtig, richtig schick aus. Aber wichtig ist, dass er jetzt natürlich die ganzen Anstrengungen, die er über die vielen Jahre hat, wurden jetzt belohnt und er hat jetzt wirklich viele Möglichkeiten, die ihm offen stehen. Und die wird er mit Sicherheit auch nutzen, wie ich ihn einschätze. Aber unsere Woche war dadurch extrem turbulent und gestern war es auch, muss ich sagen, bei der Zeugnisübergabe schon ziemlich emotional. Wir sind schon richtig, richtig dolle stolz auf ihn, was er geschafft hat. Und ja, heute ist die große Feier. Das heißt, heute ist rundherum hier auch noch nicht so viel passiert, weil ja viel zu erledigen war. Ihr wisst, dass wenn die Kinder größer werden und wenn es dann an die Schulfeiern geht, da ist natürlich viel zu erledigen. Schicker Anzug und die ganzen Termine rundherum managen. Und ja, in den letzten Wochen waren wir ziemlich beschäftigt. Wir mussten natürlich auch viel üben, mussten wir eigentlich nicht mehr mit ihm, Gott sei Dank, aber wir wollten doch mental zumindest für ihn da sein. Das heißt, ich habe jetzt hier auch nicht ganz so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte in dieser Woche. Deswegen bin ich froh, dass das Wochenende wahrscheinlich ziemlich verregnet wird und ich mich an meine Nähmaschine setzen kann. Aber wie ihr hier hinter mir schon seht, da stehen neue Rollen, die habe ich Anfang der Woche schnell ausgepackt und ich hätte so gerne auch schon die neuen Stoffe aus Frankreich gewaschen, damit ich anfangen kann, die zu verarbeiten. Aber dann kam das Ding mit der Waschmaschine. Also das war eine große Geschichte diese Woche auch noch, die ja eigentlich schon so aufregend war. Ja, unsere gute alte Waschmaschine hat den Geist aufgegeben. Wir mussten uns eine neue kaufen. Die war dann da. Und ich sag's mal so, wir haben uns beide nicht so gut verstanden auf Anhieb. Also es gab schon Probleme. Es war eine andere Marke als die, die wir vorher hatten, mit extrem viel Technik und KI und was weiß ich nicht alles. Also ja, man musste sich da ein bisschen reinfuchsen und trotzdem war es halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen war am Dienstag dann jemand hier und hat sich die Waschmaschine nochmal angeguckt, hat die Elektronik überprüft und ja, ich habe so 2 Stunden mit dem netten Mechaniker verbracht, neben der Waschmaschine, der mir dann super viele Tipps gegeben hat, übrigens, wie man genau mit dem Typ Waschmaschine am besten waschen sollte, weil, also ich habe mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Die letzte, die ich hatte, das war noch so eine richtige schöne mit Drehknäufen, wo man wirklich alles einstellen konnte. Schleudern, waschen, Temperatur, halt alles, was so eine Waschmaschine normalerweise machen muss. Aber heutzutage sind die Dinger ja so modern und so Hightech ausgerüstet mit Elektronik, dass man da leider gar nicht mehr viel machen kann. Das heißt, die Firma, wo du deine Waschmaschine kaufst, entscheidet, wie du waschen kannst oder eben auch nicht. Und das wollte ich nicht so ganz einsehen, weil ich natürlich auch gerade hier mit unseren Stoffen besondere Befindlichkeiten habe und die natürlich dann auch genauso waschen möchte, wie ihr das vielleicht zu Hause machen solltet und das eben mehrmals ausprobieren möchte. Und ja. Das hat eben nicht so funktioniert. Dann habe ich mich 2 Stunden mit dem netten Techniker unterhalten, der nebenbei noch ein Service-Update gemacht hat, der nochmal alles kontrolliert hat. Und heute konnte ich dann endlich anfangen und habe die ersten Sachen reingeschmissen. Ich hoffe, es funktioniert, dass die Stoffe in der richtigen Schleuderzahl, in der richtigen Gradzahl und so weiter und so fort gewaschen werden können, weil die Programme, darüber habe ich vorher nicht nachgedacht, dass man das wirklich als eine der Bedingungen für den Kauf einer Waschmaschine machen muss, welche Programme man dann wirklich viel benutzt
Und dass diese Programme dann eben in dieser Waschmaschine auch machbar sind. Also eine komplizierte Geschichte, hat mich ziemlich viele Nerven gekostet diese Woche noch mit dabei. Aber deswegen bin ich halt noch nicht weiter. Aber lieber Heike, deine Bestellung ist auf dem Weg. Liebe Barbara, deine Bestellung ist fast fertig und auch Gerlinde kriegt spätestens Anfang nächster Woche ihre Post. Also ich habe wirklich versucht, alles Menschenmögliche zu machen und eure Bestellungen gehen auf alle Fälle noch raus, damit ihr sie vor Ostern noch habt. Ja, gestern Nachmittag war der Laden zu, das war ja schon lange nicht mehr so, aber wir saßen halt in der Turnhalle, ganz festlich war es und es war eine sehr schöne Abiturfeier, muss ich sagen, so ein bisschen sentimental natürlich auch, vor allen Dingen die Lehrer, was ich total schön fand, haben sich wirklich sehr wertschätzend und positiv auch ihren Schülern gegenüber geäußert, weil es war ja wirklich eine ziemlich schwere Zeit jetzt gerade so die letzten Jahre und dass sie das alles so gut durchgestanden haben und vor allen Dingen so positiv abgeschlossen haben, das hat sehr, sehr viele auch sehr berührt und es war halt wirklich ein total schöner Moment und heute ist dann eben Party. Wir machen uns nachher noch ein bisschen schick. Aber ich habe gesagt, heute möchte ich unbedingt mit euch erzählen, weil nächste Woche ist ja schon Ostern. Also im Lauf der ganzen Trubeleien, die hier so waren, habe ich das total vergessen. Klar stehen hier im Laden Osterhasen und ab und an sprechen wir auch mal drüber. Oder wenn die Kunden sagen, ja, ich brauche noch ein Ostergeschenk, dann kommt es einem so ganz kurz in den Sinn. Aber ich weiß nicht, mir kam diese Vor-Osterphase dieses Jahr extrem kurz vor. Ja, und nächsten Freitag ist schon Karfreitag, also da ist natürlich zu. Und da werden wir uns auch nicht sprechen. Also da werde ich auch kein Live machen. Da ist Familienzeit und deswegen musste ich heute halt unbedingt nochmal euch erzählen, was alles so los war und dass es vorwärts geht. Also ich habe jetzt hier diese schönen Stoffe und ich konnte mich nicht ganz entscheiden. Ich versuche das mal jetzt zu drehen, ohne dass das hier extrem wackelt. Ihr habt ja den schönen roten gesehen, wo ich übrigens einen Tischläufer von ausprobiert habe. Den zeige ich euch mal. Also das war das Muster, was ich noch hatte. Das war auch schon gewaschen. Deswegen konnte ich das vernähen. Und den habe ich jetzt mal hier. Ihr habt euch gewünscht, habt gesagt, Tischdecke wäre toll und einen Tischläufer könntet ihr euch vielleicht auch vorstellen. Und das habe ich ausprobiert. Und das sieht jetzt so aus. Also ihr habt dann quasi eine schmale Kante und habt dann den ganzen Farbverlauf von dem Stoff in einem Tischläufer. Das heißt, je nachdem, ob ihr den Tischläufer längs auf den Tisch legt, in voller Länge also, dann seht ihr komplett alles. Oder wenn ihr ihn quer legt, wenn ihr zum Beispiel mal schön essen wollt und nur zwei seid, ist es ja auch super schön, wenn man sich einfach nur einen Tischläufer quer legt. Dann habt ihr quasi den roten Teil auf dem Tisch und der helle Teil, je nachdem wie breit euer Tisch ist, hängt dann meistens runter. Habe ich ausprobiert, finde ich super schön und wenn ich die Zeit habe nächste Woche, werde ich das unbedingt mal dekorieren und euch mal zeigen, damit ihr euch das gut vorstellen könnt. Also, das war der rote. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte und weil ich den anderen auch so schön war, ich zeige mal rüber, könnt ihr das sehen, habe ich den auch noch in blau bestellt. Und der blaue, der sieht auch richtig toll aus. Ich konnte ihn jetzt noch nicht probieren, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gewaschen, aber das Material ist ganz, ganz toll, das ist super schön. Knitterarm, weil Teflon beschichtet, aus Baumwolle. Das heißt, es ist sehr leicht, nicht so schwer. Teflon beschichtet, sollte dann also auch etwas Kleckerschutz haben. Natürlich nicht so wie die komplett beschichteten Stoffe. Da habe ich jetzt mit Absicht erstmal den nicht beschichteten genommen, weil ich das ausprobieren wollte. Bügelt sich super einfach durch die Teflonbeschichtung. Also einmal drüber gehuscht mit dem Bügeleisen, wenn irgendwo ein Knick ist. Ideal. Und wie er dann so ist und wie er sich so auf den Tisch macht, das werde ich in der nächsten Woche ausprobieren. Wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Aber ich habe ihn schon genäht. Und ich habe auch schon die Baumwollstoffe vernäht. Und zwar habe ich da auch Tischläufer draus gemacht, die aus der letzten Woche, vielleicht erinnert ihr euch, die bunten Türkis und Senfgelb war das und so hellgrau. Da habe ich schon Tischläufer draus gemacht und Tischsets und Servietten. Das werde ich auch noch dekorieren. Vielleicht schaffe ich es noch vor Ostern. Vielleicht mache ich es ja auch ein bisschen österlich, damit ihr seht, dass man halt über das ganze Jahr mit verschiedenen kleinen Dekorationen den Stil von einem Muster einfach verändern kann.
Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch Lust auf Osterdeko oder seid ihr schon versorgt? Habt ihr genug? Sagt ihr, boah, wir können es nicht mehr sehen mit dem Osterkram? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch so ein paar schnelle Ideen für die Osterdeko haben möchtet oder so ein paar Serviettenfaltideen. Dann würde ich einfach nächste Woche noch mal ein bisschen was machen und noch ein bisschen was in die Stories posten oder vielleicht auch in die Beiträge, je nachdem, wie ich es schaffe. Also, wenn es euch interessiert, schreibt gerne mal rein. Ostern gerne. Oder wenn ihr keine Lust habt, dürft ihr mir das natürlich auch mitteilen. Dann weiß ich das und dann mache ich einfach so ein bisschen was anderes. Ja, nächste Woche, wie gesagt, können wir uns nicht sprechen. Da bin ich unterwegs auf alle Fälle. Ich hoffe mal, das Wetter wird besser als dieses Wochenende, weil es ist ja eigentlich toll, wenn jetzt schlechtes Wetter ist und die Kälte kommt und es vielleicht sogar im Norden schneien soll. Vielleicht haben wir dann nächstes Wochenende Glück und wir haben zu Ostern mal schönes Wetter. Das wäre natürlich richtig toll. Und dann sind wir wandern. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen, mal wieder ein bisschen was an der frischen Luft machen, weil jetzt war es ja wirklich super schön. Es war warmes Wetter, die Sonne schien. Alles ist inzwischen grün und blüht. Und ja, da muss man einfach raus, finde ich. Deswegen werden wir die Zeit dann auch genießen. Tja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Also wie gesagt, wenn ihr noch Lust auf Osterdeko habt, schreibt mir gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht. Ich frage vielleicht auch noch mal in der Story kurz nach. Da könnt ihr super gerne drauf antworten. Und ansonsten gehe ich jetzt, mache mich ein bisschen hübsch, ziehe das Kleid an und die Hackenschuhe, weil heute wird getanzt. Wir sind heute, also ich habe die Location schon gesehen, wir sind heute in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Es gibt Disco und die Abi-Band spielt. Die hat gestern schon mal auf der Zeugnisvergabe gespielt und es wird ein Programm geben. Also ich bin super gespannt und freue mich da jetzt schon richtig drauf. Und ihr könnt gerne, wie gesagt, mir noch kurz schreiben, habt ihr Lust auf Osterdeko, ja oder nein? Und ich wünsche euch jetzt ein super, super schönes Wochenende. Habt viel Spaß bei dem, was ihr macht. Lasst euch nicht vom Wetter ärgern. Also wie gesagt, ich finde es eher positiv, obwohl ich natürlich auch gerne im Garten was machen würde. Aber dieses Wochenende gehe ich an die Nähmaschine, damit ihr alle eure Bestellungen kriegt, die ihr was bei mir in Auftrag gegeben habt, damit alles noch rechtzeitig zu Ostern ankommt. Ansonsten alle, die jetzt hier aus der Gegend sind, in Bobbert und Umgebung zum Beispiel. Ihr könnt super gerne von Montag bis Donnerstag noch zu mir kommen. Hier gibt es noch einige kleine Osterüberraschungen, die man ins Nest legen kann, wenn ihr anderen oder euch selber natürlich eine Freude machen möchtet. Ich bin bis Donnerstag da, 14 bis 17 Uhr wie immer. Und ansonsten habe ich auch noch mal was, das hat nämlich mir eine Kundin erzählt und das fand ich ganz, ganz reizend. Wenn ihr es nicht schafft, zu mir hochzukommen, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es natürlich beim Joachim Brokamp im Haushaltwarenladen auch eine kleine feine Auswahl meiner Stofflichkeiten. Da könnt ihr auch vorbeigehen und da ist dann auch vormittags geöffnet und auch nachmittags immer bis 17 Uhr. Also, ihr habt viele Möglichkeiten und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Da gucken wir mal, ist bis dahin sicherlich wieder einiges passiert. Ich freue mich dann schon wieder mit euch zu plaudern und sage merci, dass ihr da wart. Wünsche euch ein super schönes Wochenende und bis ganz bald. Salut!